Ja, ein herzliches Grüß Gott und guten Tag aus dem schönen Wiesbaden. Mein Name ist Andreas Ullmann, Vertriebsdirektor bei der Firma Solid und ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zum Webinar mit Gold solide investieren, Vermögen für Generationen schützen. Starten wir gleich mit einem Zitat von einem Mann, den Sie vielleicht kennen werden, der es zu seiner aktiven Amtszeit geschafft hat, mit wenigen Sätzen Milliarden an den Börsen zu bewegen. Ich spreche von diesem Herrn hier, von Alan Greenspan, ehemaliger Chef der amerikanischen Notenbank Fed. Und er hat einen Satz geprägt, ein Zitat, und zwar hat er gesagt, wer Gold hat, hat immer Geld. Was meint er damit? Das Geld, was wir heute kennen, ist ja eher in Papierform und weniger hart wie jetzt Gold. Aber das war ja nicht immer so. Also wenn wir zurückschauen, gab es ja zwei Arten von Geld. Einmal das, was wir natürlich heute kennen, unser sogenanntes Papiergeld, auch Kreditgeld genannt, zum Beispiel den Euro oder auch den Dollar. Warum heißt es Kreditgeld? Ganz einfach, weil es ein Zahlungsversprechen ist, ein Versprechen, dass Sie von jemand anders für diesen Schein eine Ware oder eine Dienstleistung entsprechend bekommen. Dieses Papiergeld benutzen wir in Europa circa 150 Jahre in etwa, das eine Land ein bisschen früher, das andere ein bisschen später dazu gekommen. So, und dann ist natürlich die Frage, was haben wir denn vorher gemacht? Weil, Mensch, gibt es ja schon seit vielen tausend Jahren, machen wir auch Handel und da braucht man natürlich auch ein Zahlungsmittel und früher hatten wir sogenanntes Warengeld. Ganz, ganz früher, also vor vielen tausend Jahren, waren es zum Beispiel Muscheln, es waren auch Pelze, auch Salz war mal Warengeld. Aber in den letzten 2.500 Jahren, seit der Zeit der Römer, im Endeffekt hauptsächlich Gold und Silber. Ja, nicht alles konnte Warengeld sein, also das heißt Sand zum Beispiel nicht, denn Warengeld musste drei wesentliche Kriterien erfüllen. Einerseits musste Warengeld ein Luxusgut sein, um entsprechend auch Vermögen, ich sag mal großes Vermögen, auf wenig Volumen, auf wenig Dichte verwahren und aufbewahren zu können. Dann musste es natürlich allgemein begehrt sein, denn wenn es keiner wollte, konnte ich damit auch keinen Handel treiben. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Kriterium. Warengeld musste begrenzt verfügbar sein. Denn wenn es unbegrenzt verfügbar war, sprichwörtlich wie Sand am Meer, dann hat es ja keiner gewollt, war es auch nicht wertvoll und in dem Sinne dann auch kein Warengeld. Wie wichtig dieses begrenzt verfügbar ist, dazu eine kleine Geschichte. Und dann gehen wir mal ein bisschen zurück in der Geschichte unseres Geldes und schauen mal zu den alten Römern, nämlich vor über 2000 Jahren. Die haben ja sehr stark Handel getrieben, das Römische Reich etwa 500 vor Christi angefangen zu wachsen. Und die haben natürlich ein effektives Zahlungsmittel gebraucht und sind dann auf Gold und Silber gekommen, ganz einfach, weil man es schön in einheitliche Münzen pressen konnte, weil es wertvoll war, weil es von jedermann begehrt war und weil es natürlich auch begrenzt verfügbar war. Damals, hier sehen Sie einen der ersten Aureus, 27 vor Christus geprägt und hat exakt 8,2 Gramm Gold zur damaligen Zeit gehabt. Jetzt war es damals schon so wie heute, das heißt der Kaiser, was heute die Regierung ist, hat also öfter mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben, wie er an Steuereinnahmen reingeholt hat. Und das große Problem, was sie aber damals hatten, sie konnten ja die Menge an Gold, die sie aus den Minen herausgeholt haben, nicht beliebig vermehren. Also das Gold war einfach nur da. Also haben sie einen kleinen Trick angewandt. Die Kaiser haben einfach immer weniger Gold in die Münzen reingepackt. Und es ging von Kaiser zu Kaiser, wurde es immer weniger, sodass final, also etwa 300 Jahre später, im Jahr 268 nach Christus, hatte dann ein Aureus nur noch 1,1 Gramm Gold. Das heißt, faktisch konnte der damalige Kaiser damit etwa 7,5 Mal so viel Geld aus seinem Gold herausschlagen wie vorher. Und die Römer hatten auch einen Begriff für dieses Phänomen der Geldvermehrung, und zwar nannten die das Inflatio, das kommt aus dem Lateinischen und heißt das Aufblähen. Sie kennen den Begriff heute vielleicht unter Inflation, nur wir denken ja häufig, Inflation ist die Erhöhung von Preisen, das stimmt aber so nicht. Mit Inflation ist eigentlich die Aufblähung der Geldmenge gemeint. Ich zeige dir mal ein schönes Bild dazu, ganz einfach dargestellt, was heißt Inflation, wenn dieser Apfel alle Waren und Dienstleistungen auf der Welt sind und diese Münze alles Geld auf der Welt, dann würde dieser Apfel exakt eine Münze kosten. Was damals im alten Rom passiert ist, war das hier. Das heißt, Waren und Dienstleistungen sind gleich geblieben, aber die Geldmenge hat sich erhöht. Inflation, Aufblähung der Geldmenge und damit kostet der Apfel eben auf einmal zwei Münzen. Das ist das, was wir heute unter Inflation kennen. Die Römer waren auch nicht dumm, also die damaligen Händler
haben natürlich festgestellt, dass die Münzen auf einmal immer leichter werden. Also haben sie sie nicht mehr gezählt, sondern gewogen. Und wenn ich natürlich eine leichtere Münze habe und ich will aber ein gewisses Gewicht in Gold haben, dann muss ich natürlich mehr Münzen auf die Waagschale schmeißen, um das gleiche Gewicht zu erreichen. Das heißt, die Preise sind dann auch entsprechend gestiegen. Und das ist ähnliche Form erleben wir es heute. Die Römer haben daraus gelernt. Und zwar hat dann der damalige Kaiser, und zwar konkret Kaiser Konstantin der Große, 309 nach Christus, der hat eine neue Münze prägen lassen. Und der heißt Solidus, aus dem Lateinischen, der feste, der zuverlässige. Und Kaiser Konstantin war schlau, der hat gesagt, wir müssen das Vertrauen unserer Bürger in unsere Währung zurückgewinnen. Und deswegen hat er den Goldanteil dieses Solidus gesetzlich festschreiben lassen auf exakt 4,51 Gramm Gold. Zur Widerhandlung wird mit dem Tode bestraft. Das heißt, wenn da einer wirklich einen minderwertigen Solidi ausgegeben hatte oder bei sich trug, dann wurde der relativ schnell einen Kopf kürzer gemacht. Das Ganze war auch festgeschrieben und so wurde der Solidus zum Maßstab in ganz Europa für den Geldwert. Es gab auch andere Münzen, andere Währungen sozusagen in Europa, aber die wurden alle daran gemessen, wie viel Solidi man für diese Münze entsprechend bekam. Der Solidus war auch sehr lange im Umlauf, also die nachfolgenden Kaiser haben das System sozusagen übernommen, auch Karl der Große, der Frankenkönig, im 8. Jahrhundert hat das System übernommen, sodass der Solidus uns sehr lange begleitet hat. Insgesamt war er bis zum Fall des Oströmischen Reiches, also Byzantinischen Reiches in Byzanz im Umlauf etwa bis 1453, also bis zum 15. Jahrhundert. Und der Solidus hat in dieser ganzen Zeit von 309 nach Christi bis etwa ins 15. Jahrhundert hinein, also über 1000 Jahre lang, seine Kaufkraft komplett behalten, also 1000 Jahre ohne Inflation. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Tatsächlich hat er uns auch nachhaltig geprägt, denn auch von dem Solidus, damit wurden auch die Legionäre, die Söldner bezahlt. Daher kommt auch der Begriff Sold oder Soldat und auch die ehemaligen europäischen Währungen Schilling und Sterling sind vom Solidus abgeleitet. Ja, wie sieht's jetzt dann danach aus? Also wir sind ja irgendwann mal von Goldmünzen dann in der Neuzeit vor etwa 150 Jahren sind wir zum Papiergeld übergegangen und man musste natürlich eine Möglichkeit finden, um Vertrauen bei den Leuten zu schaffen, denn vorher hatten wir Goldmünzen in der Hand und dann auf einmal nur noch Papier und die Lösung dafür war im Endeffekt der sogenannte Goldstandard. Was heißt es? Man hat gesagt, du brauchst eigentlich kein Gold, weil du lagerst es bei der Notenbank ein und bekommst dafür einen Lagerschein, eine sogenannte Banknote. Die sah so aus, in den USA zum Beispiel, da war hier drauf gestanden Goldzertifikat und man wusste genau, okay, für diesen 20-Dollar-Schein zum Beispiel ist eine feste Menge Gold bei der US-amerikanischen Notenbank hinterlegt. Durch den Goldstandard ist übrigens der US-Dollar dann zu einer der weltweit führenden Währungen und stabilsten Währungen geworden, weil man eben genau wusste, da steckt Gold dahinter, war damit sehr stabil. Jetzt war es damals so wie heute, die Amerikaner haben gerne Krieg geführt, in dem Fall war es der Vietnamkrieg und der damalige Präsident Richard Nixon hat dann irgendwann mit Erschrecken festgestellt, dass also die Kriegsausgaben, sprich die Kriegsanleihen, die man da begeben hat, ja, deutlich höher waren als das, was tatsächlich noch an Gold in den Lagerstätten unten gelagert ist. Das heißt, man konnte dieses Zahlungsversprechen, dieses Goldzertifikat nicht mehr einhalten. Und ja, er war da sehr pragmatisch. Er hat dann gesagt, okay, wir heben den Goldstandard auf. Das hat er dann auch getan am 15. August 1971. Und gucken Sie nochmal genau auf den Dollarschein. Sie sehen hier das Goldzertifikat und er hat im Endeffekt nur das L rausgenommen, denn danach stand auf dem Dollarschein, übrigens auch noch heute, in God we trust. Also statt in Gold we trust, wir vertrauen auf Gott. Ja, er hat dann natürlich, wie jeder Politiker auch, um die Ängste der Bevölkerung zu reduzieren, ein Versprechen gemacht. Er hat gesagt, dein Dollar wird morgen noch genauso viel wert sein, wie er heute wert ist. Ja, hat er recht. Wir haben mal Gold indexiert mit 100 und dann den Dollar dazu im Vergleich dargestellt. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo der Goldstandard aufgehoben worden ist. Und so sieht das Ganze aus. Das heißt, oben sehen Sie hier Gold indexiert mit 100. Und danach sehen Sie hier, hat er den Goldstandard aufgehoben. Insgesamt hat der Dollar versus Gold 97% an Kaufkraft, an Wert verloren in der Zeit seit Aufhebung des Goldstandards.
Wie sieht's heute aus? Also nach der Aufhebung des Goldstandards, übrigens in Deutschland etwa zum Ersten Weltkrieg aufgehoben worden, also Anfang des 19. Jahrhunderts, vorher hatten wir auch den Goldstandard, wir hatten die Goldmark sozusagen vorher. Ja, seitdem ist keine unserer Währungen mehr mit Gold gedeckt. Wie genau ist es definiert, wenn man sich das heutige Papiergeld mal anguckt und man schaut zum Beispiel auf die Seite der Deutschen Bundesbank oder bundesbank.de. Da gibt es ein Dossier für Schule und Bildung und da ist nachzulesen, dass das heutige Papiergeld Vertrauen als Grundlage hat. Das heißt, Geld wird nur akzeptiert, wenn alle Besitzer von Geld darauf vertrauen können, dass es seinen Wert behält. Achtung, jetzt kommt's. Bei vollwertigen Münzen lag der Wert des Geldes in seinem Warenwert, hauptsächlich Gold und Silber. Das ist das, was wir die letzten 2.500 Jahre hatten. Bei Banknoten und Buchgeld gibt es keinen Warenwert mehr. Deshalb haben Staaten über die Jahrhunderte Geldordnungen entwickelt, die den Wert des Geldes sichern sollen. Diese Geldordnungen, die hier gemeint sind, ist im Endeffekt, dass es ja eine Zentralbank gibt, die dafür sorgen soll, dass die Geldmenge nicht höher ist als die Warenmenge oder nicht stärker steigt, weil sonst das Gleiche passieren würde, was wir vorhin mit dem Apfel und der Münze im alten Rom gesehen haben. Tatsächlich ist es aber leider so, dass es nicht ganz so zutrifft, denn wenn man sich mal die Bilanzsumme der Notenbanken anschaut, was ja die Geldmenge ist, die im Umlauf ist, seit der Finanzkrise, dann sehen wir, dass wir also eine Erhöhung der Bilanzsummen um 317% haben. Das wäre also praktisch die Münze aus dem römischen Beispiel. Und jetzt gucken wir uns mal den Apfel an, wie sich der in der gleichen Zeit entwickelt hat. Die Menge an Waren und Dienstleistungen weltweit im gleichen Zeitraum sind aber nur um 36,5% gestiegen. Daraus resultiert natürlich entsprechend ein Kaufkraftverlust unserer Währung. Und jetzt nicht erschrecken bitte, ich habe Ihnen mal gleiches Beispiel wie beim US-Dollar auch Gold indexiert mit 100 versus dem Euro seit seiner Einführung. Und konkret ist es so, dass der Euro seit seiner Einführung versus Gold etwa 70% an Kaufkraft verloren hat. Das spüren wir natürlich nicht jeden Tag, sage ich mal, weil es eine Veränderung ist, die sich über Jahre, teilweise Jahrzehnte hin entwickelt. Deswegen ist der Übertitel unseres heutigen Webinars auch Vermögen für Generationen schützen. Denn es geht wirklich hier darum, wie Sie Ihr Vermögen ja auch für die nachfolgenden Generationen noch behalten und schützen können. Wie stark wirkt sich das aus? Jeder kann sich die Frage selbst beantworten. Fragen Sie sich selbst einfach mal, was bei Ihnen in Ihrer Kindheit eine Kugel Eis gekostet hat. Bei mir waren es etwa 20 Pfennig, das heißt etwa 10 Cent umgerechnet. So, und wenn ich jetzt heute in die Eisdiele gehe und ich will eine Kugel Eis haben, dann zahle ich keine 10 Cent mehr umgerechnet, sondern mindestens 1 Euro bis eher 1,50 Euro, je nachdem, in welcher Stadt ich gerade bin. Das heißt 10-mal so viel wie zu meiner Kindheit. Und das ist das Thema Kaufkraftverlust. Ja, das heißt, machen wir ein kurzes Resümee. Der wichtigste Unterschied zwischen dem heutigen Geld und dem Warengeld, was wir früher haben, also sprich Gold, ist im Endeffekt, dass das heutige Geld beliebig vermehrbar ist durch die Notenbanken und Gold rein natürlich begrenzt. Und das macht es so wertstabil. Wie begrenzt ist Gold eigentlich? Gucken wir uns das mal kurz an. Wie viel Gold gibt es insgesamt? Wenn wir uns alles Gold, was bisher gefördert worden ist, anschauen, was derzeit verfügbar ist, dann ist es hier mal der Eiffelturm im Vergleich dargestellt, der ist 324 Meter hoch, dann wäre alles Gold dieser Wert ein Würfel mit gerade einmal 20 Meter Kantenlänge. Jetzt gibt es ja auch noch Silber. Silber ist ja auch ein Edelmetall. Das Spannende an Silber ist, es ist noch weniger da, nämlich nur 8 Meter Kantenlänge. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, aber es kostet doch viel weniger. Das ist richtig. Es gibt auch 15 Mal so viel Silber in der Erdkruste wie Gold. Allerdings wird Silber verbraucht. Silber ist in Technik drin, in dem Computer, mit dem Sie dieses Webinar anschauen, in Ihrem Handy, in allem, was einen Schalter hat sozusagen. Und deswegen ist das verfügbare Silber, was man sofort kaufen könnte, auch deutlich geringer. Und dadurch, dass der Markt hier viel enger ist, steigt Silber auch viel, viel stärker, wenn die Nachfrage nach Edelmetallen steigt. Das haben wir zuletzt auch schön 2009, 2010 gesehen. Wie steht es jetzt bei Gold mit der Kaufkraft? Wir haben ja gesehen, Papierwährungen, die nicht begrenzt sind, verlieren stark an Kaufkraft. Wie ist es mit Gold? Wir haben auch mal wieder zurückgeguckt, Zeit der Römer, 31 vor Christus. Damals haben sie für einen Maßanzug des edlen Herrn, also für eine Tunika, etwa 0,5 bis 1 Goldunze bezahlt oder etwa 50 bis 100 Dinar. Mal zum Vergleich, Dinar kennt heute keiner mehr. 100 Dinar waren in etwa der halbe Monatslohn eines niederen Beamten im alten Rom. Wie ist es, wenn Sie heute sich einen Maßanzug fertigen lassen, dann bezahlen Sie etwa
600 bis 1200 Euro dafür, also auch etwa umgerechnet 0,5 bis 1 Goldunze. Das heißt, Sie haben tatsächlich über 2000 Jahre für die gleiche Menge Gold die gleiche Menge Ware bekommen. Gehen wir etwas in die Neuzeit, gucken wir uns mal die Technik an. Das erste industriell gefertigte Mittelklasse-Auto oder Auto für die gehobene Mittelklasse war vom Henry Ford das Modell T. Kam raus 1908, hat damals gekostet $825 oder etwa 42,5 Goldunzen. Wenn Sie heute einen gehobenen Mittelklasse-Auto kaufen möchten, ich habe hier mal beispielhaft einen 3er BMW GT hergenommen, dann bezahlen Sie nicht $825, sondern $52.000, um in der gleichen Währung zu bleiben. In Goldunzen betrachtet aber praktisch das Gleiche, also auch 41 Goldunzen. Das heißt, in Gold haben Sie über 100 Jahre auch hier die gleiche Menge an Ware bekommen. In Dollar, was ja die gleiche Währung ist, müssen Sie schon ein Vielfaches dafür hinlegen. Das ist der Kaufkraftverlust, den wir vorhin gesehen haben. Jetzt können Sie zu Recht sagen, das ist Dollar, wir sind ja hier im Euroraum. Wie sieht es denn da aus? Die D-Mark als Vorläufer des Euro wurde 1948 eingeführt. Und jetzt komme ich ja aus Bayern. Das heißt, für mich immer ein schönes Beispiel, was hat denn das Bier auf dem Oktoberfest gekostet? Und es war 2 Jahre nach Einführung der D-Mark, haben sie auf dem Oktoberfest für eine Maß Bier, 1,60 Mark bezahlt. Also nach heutigem Umrechnungskurs 80 Cent. Sie hätten damit für eine Goldunze 95 Maß Bier bekommen. Wie sieht es aktuell aus? Im Jahr 2017 hat die Maß satte 10,80 Euro gekostet, also nochmal zum Vergleich, 80 Cent im Jahr 1950 und 10,80 Euro im letzten Jahr. Sie hätten aber für eine Goldunze sogar 110 Maß Bier bekommen. Das heißt, leichte Kaufkraftsteigerung beim Gold und etwa 90% oder über 90% Kaufkraftverlust beim Euro. Das heißt, fassen wir mal zusammen, weshalb ist physisches Gold ein sinnvoller Baustein im Vermögen? Einerseits natürlich, weil es begrenzt ist, es ist nicht beliebig vermehrbar. Dadurch Kaufkrafterhalt und zwar seit Jahrhunderten. Es schützt nachweislich vor Inflation und Verwährungskrisen. Es ist auch unzerstörbar, es ist ein ewiger Sachwert. Das heißt, so ein Goldbarren, der geht nicht kaputt, egal ob der ganz frisch geprägt ist oder 1000 Jahre alt ist. Sie kriegen da immer Geld dafür. Und auch sehr, sehr wichtig, es ist nicht nur die älteste Währung, sondern es ist auch die am meisten akzeptierte Währung. Sie können Gold in jedem Land dieser Welt in die lokale Währung jeweils eintauschen. Für manche auch noch sehr wichtig, physisches Gold fällt hier in Deutschland unter die Spekulationsfrist. Das bedeutet, wenn Sie Gold kaufen und länger als 12 Monate halten, sind alle Gewinne komplett steuerfrei. Das ist vielleicht auch ein kleines Argument. Ja, wenn jetzt Gold ja, also wir haben gesagt, Gold ist ein wichtiger, sinnvoller Baustein, aber wie kaufe ich am besten Gold oder wie spare ich Vermögen in Gold an? Da kommen wir zum Punkt heute. Ich möchte Ihnen gerne Solid Edelmetall Depot vorstellen. Vielleicht erstmal vorab, wer ist die Firma Solid, wer sind wir? Solid steht für solide, liquide und transparent. Das ist unsere Philosophie, die wir uns auf die Flagge geschrieben haben. Solide bedeutet, wir kaufen nur physisches Gold und Silber, keine Verbriefungen, keine Wertpapiere. Liquide bedeutet, dass Sie jederzeit darüber verfügen können, ob es ein Verkauf ist oder ob es die physische Auslieferung ist. Und transparent bedeutet, dass Sie zu jedem Zeitpunkt genau wissen, wie viel Gold, Silber haben Sie aktuell und einen Online-Zugang entsprechend drauf haben. Uns gibt es seit 2008, haben mittlerweile 3-stellige Millionenbeträge für unsere Kunden an Gold und Silber beschafft. Unser Hauptsitz ist hier in Wiesbaden. Wir haben aber auch Repräsentanzen noch in Hamburg, Zürich und in Kanada in Nova Scotia. Ja, mittlerweile wurde man, das freut uns sehr, mehrfach ausgezeichnet unter mehreren Goldhändlern, unter anderem zum besten Anbieter von Goldsparplänen. Warum? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Diesen Testsieg haben wir übrigens 2016 und 2017 bekommen. Wir warten jetzt noch auf 2018. Was ist das Edelmetalldepot? Wie funktioniert es genau? Und wo ist der Unterschied zu dem klassischen Goldkauf? Das heißt, wo Sie sagen, Sie kaufen sich eine Münze und legen sich die einfach unter das Kopfkissen. Im Wesentlichen funktioniert das Edelmetalldepot wie folgt. Es ist bruchstückefähig. Das heißt, wir sammeln Orders von Anlegern, auch kleinteilige Orders, Sparpläne ab 50 Euro monatlich und kaufen dann blockweise Gold bzw. Silber. Also immer kiloweise Gold und 5 kiloweise Silber. Und rechnen dann dem Kunden aufs Gramm genau mit 4 Stellen hinterm Komma seinen Eigentumsanspruch gut. Das heißt, sie haben Bruchstücke Eigentum, aber sie sind zu jedem Zeitpunkt Eigentümer dieses Goldes. Die Bruchstückefähigkeit hat 2 wesentliche Vorteile. Erstens mal, dass sie Sparpläne anlegen können, zwar schon ab 50 Euro monatlich. Der Vorteil ist, dass sie direkt
Gold kaufen und Bruchstücke gut geschrieben bekommen. Sie müssen also nicht erst Geld ansparen, um sich eine Münze oder einen Barren zu kaufen. Das hat besondere Vorteile für eine Zielgruppe, sage ich mal, oder für Kunden, die noch sehr, sehr jung sind, nämlich zum Beispiel für Kinder. Das heißt, mit dem Edelmetalldepot wird es erstmal kosteneffektiv möglich, auch Vermögen aufzubauen, direkt in physischem Gold und Silber für Kinder. Und da finde ich es noch viel, viel wichtiger, dass in 10 oder 20 Jahren das Vermögen, was sie heute für die Kinder ansparen, eben die gleiche Kaufkraft hat. Und sie machen sich damit natürlich auch deutlich unabhängiger vom Euro. Das heißt, wer weiß denn, welche Währung wir in 10 oder 20 Jahren haben, ob der Euro dann überhaupt noch da ist und was er wert ist. Und mit Gold können die Eltern und Großeltern einfach davon ausgehen, dass sich hier, egal welche Währung dann da ist, das Gold entsprechend tauschen können. Der zweite Vorteil vom Thema Bruchstückefähigkeit ist das Thema Preis. Dadurch, dass wir kiloweise einkaufen, haben wir einen deutlichen Preisvorteil gegenüber dem kleinteiligen Einzelkauf. Wie viel macht es genau aus? Schauen wir uns mal Gold an. Wenn Sie heute so einen 50-Euro-Sparplan nachbauen wollten und Sie müssten kleinteilig Gold kaufen, also in dem Fall könnten Sie 1 Gramm kaufen für etwa 42 Euro, 41,58 Euro. Wir machen ja Großeinkauf, das heißt, wir kaufen dann kiloweise ein und Sie sehen hier schon den Unterschied. Also beim Kilo ist dann auf Gramm runtergerechnet, wären Sie noch bei 35,42 Euro im Gegensatz zu 41,58 Euro. Das heißt, je nach Anbieter, je nach Uhrzeit, es schwankt ein bisschen. Aber wir haben hier einen Preisvorteil, den wir an den Kunden weitergeben können, von 15-25%. Abzüglich unserer Marge von 2,5% muss man dazu sagen. Aber Sie haben hier immer noch eine massive Preisersparnis. Ja, der zweite Vorteil vom Edelmetalldepot ist die Lagerung. Also das heißt, wir beschaffen das Gold nicht nur für Sie, sondern wir lagern es auch für Sie ein. Und zwar nicht in Deutschland, bewusst nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz in einem sogenannten Zollfreilager. Das ist das Zollfreilager Embrach. Das ist etwa 10 Kilometer nördlich vom Züricher Flughafen. Hat einen Hochsicherheitsbereich, da komme ich gleich nochmal dazu. Jetzt allerdings die Frage, warum überhaupt in der Schweiz? Warum nicht in Deutschland? Wenn man sich die Historie anschaut, und Sie haben ja gesehen, wir gehen stark in die Historie zurück, um einfach aus den Feldern der Vergangenheit zu lernen, dann hat sich gezeigt, dass Sie in Deutschland bereits 3-mal Goldverbote hatten. Das heißt, wo der private Besitz von Gold verboten war, wo es also eine Zwangsauslieferung an den Staat gab. Das ist meistens immer im Zusammenhang gewesen, entweder mit Währungsreformen, dass eine neue Währung kam und dann zur Deckung der neuen Währung das Gold eben eingezogen wurde, oder dann im Zusammenhang mit Krieg zum Beispiel, also oder den Nazis oder den Alliierten auch. Das war hier insgesamt 3-mal der Fall in Deutschland. Das ist aber kein deutsches Unikum, gab es schon weltweit, also bei den Amerikanern zum Beispiel, die haben von 1933 bis 1974 ein Goldverbot ausgesprochen. Damals musste also Gold umgetauscht werden zu einem Kurs von 20,67 Dollar je Unze. Mal zum Vergleich, aktuell steht das Gold bei 1340 Dollar je Unze. Das heißt, alle die damals getauscht haben, haben hier ein sehr, sehr schlechtes Geschäft gemacht. Das ist übrigens der Originalgesetzestext von damals. Alle Goldmünzen, Goldbarren und Goldzertifikate, now owned by them to a Federal Reserve Bank, also abzugeben an die Federal Reserve Bank. Zur Wiederhandlung wurden damals bestraft mit 10.000 Dollar Strafe. Zum Vergleich, für 875 Dollar haben sie damals ein Auto bekommen. 10 Jahren Gefängnis oder wie beim Uli Hoeneß beides. Wo gab es noch Goldverbote? Unter anderem in Großbritannien 66 bis 71. Die Liste ist auch nicht vollzählig. Es gab noch in Frankreich Goldverbot. Es gab in Indien Goldverbot. Wo es noch nie ein Goldverbot gab, ist in der Schweiz. Die Schweiz hat auch eine Besonderheit, und zwar hat die Schweiz eine direkte Demokratie. Bedeutet, sollte da mal ein Goldverbot zur Diskussion stehen, müssten sie eine Volksabstimmung machen und mit einfacher Mehrheit, also 51%, dafür stimmen. Und sie werden mir sicher recht geben, dass die Schweizer wahrscheinlich da eher nicht zustimmen werden. Von daher für uns die Schweiz ein sehr, sehr sicherer Lagerort, den wir hier ausgesucht haben. Die Lagerung im Schweizer Zollfreilager, wie der Name schon sagt, hat aber noch einen zweiten Vorteil. Silber ist ja in Deutschland mehrwertsteuerpflichtig, weil es ein Industriemetall ist. Das heißt, Sie zahlen hier etwa 19% Mehrwertsteuer drauf. Es gibt auch einen reduzierten Satz von 7%. In der Schweiz ist es so, dass wir dadurch, dass wir direkt ins Zollfreilager einliefern und dort auch wieder ausliefern, keine Mehrwertsteuer bezahlen. Das bedeutet, dass Sie faktisch 19% mehr Silber fürs gleiche Geld bekommen als in Deutschland. Und da kommt jetzt noch der Größenvorteil dazu. Das heißt, auch würde das Beispiel 50 Euro Sparplan, würden Sie einen 50-Gramm-Barren dafür bekommen für 42,71 Euro. Wir kaufen 5 Kiloweise ein. Das kostet dann nur noch 29,24 Euro pro 50 Gramm. Das heißt, hier schon mal 31% Preisersparnis. Wenn wir jetzt noch die 19% Mehrwertsteuer rausrechnen, dann zahlen wir nur noch 24,57 Euro.
Das heißt, Sie bekommen faktisch abzüglich unserer Marge 42% einen niedrigeren Preis. Und das ist schon massiv. Bei Silber haben Sie übrigens noch einen Vorteil, nämlich das Thema Lagerung. Also Silberfans werden das kennen. Ne? Wer für so etwa 25.000 Euro Silber kauft, der hat mal schnell einen Zentner Silber im Keller liegen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Das passt in den Schließfach rein. Und wir werden nachher noch ein Bild vom Edelmetalldepot von unseren Lagerräumen sehen. Und da werden Sie feststellen, dass da viel, viel Platz ist. Das heißt, man hat hier auch gleich das Lagerthema ausgelagert sozusagen. Ja, ein dritter wesentlicher Punkt oder Vorteil vom Edelmetalldepot ist die Abwicklung und die Verwaltung durch eine externe Treuhandgesellschaft. Das bedeutet, dass wir bewusst alles, Käufe, Verkäufe, Verwaltung über eine Treuhandgesellschaft laufen lassen, damit Sie zu jedem Zeitpunkt Eigentümer sind. Das heißt, sollte Solid aus welchem Grund auch immer, wir sind eine GmbH, morgen nicht mehr da sein, wäre das überhaupt kein Problem. Sie sind immer Eigentümer. Das ist ein Sicherheitsaspekt, kostet natürlich auch ein bisschen Geld, weil die Treuhandgesellschaft natürlich auch was kostet. Aber ich glaube, im Zuge der Sicherheit ist es das auch wert. Wie läuft es in der Praxis ab, die Abwicklung? Sie machen im Endeffekt bei einer unserer Partner, Volks- und Raiffeisenbanken, die Depoteröffnung. Die schickt es zur Trester Treuhandgesellschaft. Die sitzt in Stade bei Hamburg übrigens. Einmalkäufe können Sie direkt aufs Treuhandkonto einzahlen. Sparpläne werden von der Trester vom Konto eingezogen. Und die Trester kauft dann direkt von den Treuhandkonten in ihrem Namen sozusagen bei den jeweiligen Prägeanstalten. Wir nehmen hier übrigens nur LBMA-lizenzierte Prägeanstalten. Das heißt, höchstes Qualitätssiegel, um eine einheitliche Qualität der Goldbarren zu garantieren. Und die liefern das Ganze in einem versicherten und plombierten Transporter ins Zürcher Freilager. Die bestätigen Ihnen den Eingang und dann können Sie sogar online auf Ihr Edelmetalldepot direkt zugreifen. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Also abgesehen davon, dass wir einen Hochsicherheitstresor der Klasse 1 haben in der Schweiz, das ist die Zollfreilage im Embrach, findet zweimal jährlich eine physische Inventur durch eine Treuhandgesellschaft und den Wirtschaftsprüfer statt. Das heißt, insgesamt geht ein Mitarbeiter des Zollfreilagers, ein Mitarbeiter der Treuhandgesellschaft und ein Wirtschaftsprüfer rein, nehmen jeden einzelnen Barren auf, schreiben die Seriennummer auf und veröffentlichen diesen Inventurbericht dann hinterher. Das heißt, da wird dann geprüft, ob alles da ist, wie es sein soll. Sollte mal was fehlen, sind wir zu 100% versichert gegen Raub, Einbruch, Diebstahl zum Wiederbeschaffungswert durch die AXA-Versicherung. Ja, dann zum Thema Transparenz. Also Sie haben jederzeit volle Transparenz über die Edelmetallbestände. Es gibt einen Online-Zugang, den finden Sie auf solid-kapital.de. Rechts oben ist das Login dazu. Und wenn Sie da reingehen, dann finden Sie eine tagesaktuelle Vermögensübersicht. Sie sehen also genau, wie viel Gramm Gold oder Silber haben Sie, was ist es aktuell wert. Sie finden alle Transaktionen, Ein-Auslieferungen, auch den Inventurbericht, den ich gerade erwähnt habe. Und Sie haben auch eine Webcam zum Tresorraum, können also auch mal reingucken, wie sieht es denn da aktuell drin aus. Das ist mal ein Blick in die Lagerräume. Eigentlich unspektakulär, muss auch nicht großartig sein. Das Ganze ist unterirdisch natürlich. Sie sehen hier die gelagerten Silberbarren und hier zwei Tresore mit dem eingelagerten Gold. Das Solid-Logo hinten dran und dann die Uhr, die tickt. Das ist also eine Live-Webcam, wo man genau reinschauen kann. Ja, wie sieht es mit dem Thema Verfügbarkeit aus? Sie haben jederzeit die Möglichkeit, in flexiblen Eurobeträgen zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist ein Riesenvorteil, also wie auf einem Goldkonto. Sie können sich aber auch, wenn Sie kleinteilig angespart haben und dann zum Beispiel mal 100 Gramm oder ein Kilo zusammen haben, sagen, ich möchte das gerne ausgeliefert per Werttransport haben, dann schicken wir es Ihnen nach Hause. Und Sie können es auch, kommt 5-6 Mal im Jahr vor, persönlich in der Schweiz abholen. Sie haben also nach Voranmeldung die Möglichkeit zu sagen, ich hole mir mein Gold selber in der Schweiz ab. Jetzt wird die Frage kommen, was kostet das Ganze? Das sind ja schon viele Services, die da mit dabei sind. Die Bank bekommt 5% Kaufagio einmalig. Dann gibt es eine Verwahrgebühr von 0,4 pro Quartal. Was wird davon bezahlt? Da ist die Mehrwertsteuer drin, die Lagerung im Hochsicherheitstresor, also das Zollfreilager im Embrach natürlich. Verwaltung durch die Treuhandgesellschaft ist mit dabei und die 100%ige Versicherung zum Wiederbeschaffungswert durch die AXA-Versicherung. Was bekommen wir? Ich habe vorhin erwähnt, wir ziehen eine Einrichtungsgebühr einmalig ab, nämlich 2,5%, wird über die Investitionsquote gesteuert. Das heißt, von 100 Euro netto investieren wir dann 97,50. Was bekommen Sie dafür? Sie haben natürlich einen Kostenvorteil, weil wir groß einkaufen. Also erstmal bekommen Sie physisches Gold und Silber. Sie haben kein Wertpapier, keine Verbriefung und damit auch kein Insolvenzrisiko. Wir kaufen zu Großhandelskonditionen eingegeben an Sie weiter. Also Kilopreis bei Gold, 5 Kilopreis bei Silber. Dann natürlich die Flexibilität.
also die Bruchstückefähigkeit. Das heißt, Sie können flexibel kaufen, verkaufen, Sie können Sparpläne ab 50 Euro monatlich anlegen. Sie haben das Lagerthema außen vor, also das Ganze ist hochsicher gelagert in der Schweiz, im Zollfreilager außerhalb der EU, aber Sie haben die Möglichkeit, jederzeit auch persönlich rüberzugehen, sich das abzuholen. Sie sind zu 100% versichert. Die Alternative ist ja immer die Versicherung oder Lagerung im Schließfach. Und da ist es ja so, dass Sie eine Nachweispflicht haben. Viele wissen das gar nicht. Das heißt, wenn Sie Gold im Schließfach lagern, müssen Sie es A, fotografieren und B, den Kaufbeleg aufheben und Foto und Kaufbeleg am besten irgendwo extern, zum Beispiel bei einem Notar, hinterlegen, dass Sie da auch auf der sicheren Seite sind. Ja, dann natürlich die Abwicklung über die Treuhandgesellschaft. Das heißt, kein Insolvenzrisiko und die Flexibilität, dass Sie auch Teilverkäufe machen können, Auslieferung oder persönliche Abholung in der Schweiz. Enden wir auch wieder mit dem Herrn Alan Greenspan. Der hat gesagt, oder beziehungsweise ein Zitat von ihm aus einer Publikation, die er gebracht hat. Er hat gesagt, ohne den Goldstandard, wir haben es gesehen beim US-Dollar, gibt es keine Möglichkeit, Ersparnisse vor der Enteignung durch Inflation zu schützen. Gold steht diesem hinterhältigen Prozess im Weg. Es steht für den Schutz von Eigentum. Er muss es wissen. Er war Chef der amerikanischen Notenbank. Und ich hoffe, ich konnte Sie begeistern für das Thema Gold und für das Thema Edelmetalldepot. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn Sie Interesse daran haben an einem Edelmetalldepot, bekommen Sie vor Ort bei Ihrer Volks- und Raiffeisenbank. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann kommen Sie bitte jederzeit gerne auf mich zu. Sie finden hier meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen goldenen Abend sozusagen und würde mich freuen, wenn wir uns wieder beim ein oder anderen Webinar mal hören. Besten Dank und auf Wiederhören.